Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Eco. Den Flummi, den ihr da hinten seht, das ist Chi, die ist heute natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Chi. Hi. Ich bin heute. Formelle ja. Chi ist leider zu Hause geblieben. Ja. Aber ich hoffe, mit der normalen Chi seid ihr auch zufrieden. Nee, die ist scheiße. Ich bin so klein. Bin ich irgendwie geschrumpft? Ich fühle mich so klein. Echt? Ich mich nicht. Komisch. Naja. So, irgendein Auftrag will hier gerade nicht weiter. Bei den Ölfässern, warum? Was ist hier los? Welche Pumpe ist denn das? Meine Aufträge sind nicht dabei. Ruhig. Ja, meine auch, bis auf einen Ölpumpenauftrag. Ölpumpenauftrag. Ich habe heute Wortfindungsstörung. Und ich vergesse heute übrigens sehr, sehr viel. Also ich habe schon mehrere Fälle heute gehabt, wo ich total banale Sachen vergessen habe. Ah, hier. Das ist aber nicht so gut. Oh, has insufficient electrical power, weil wahrscheinlich dann die Dampfmaschine leer ist. Korrekt. Kein Kraftstoff mehr. Das ist korrekt. Gut, dass ich 220er Stacks Kohle schon beim letzten Mal hier parat gestellt habe. Ach, da ist ja auch noch Salat. Ja, dann gib mal den Salat. Scheiß Salat. Tetra, wo muss ich denn? Das, ach so, ich bräuchte mein schlaues Buch vielleicht. Dieses schlaue Buch. Das ist einfach, das hat Kultstatus. Ja. Wow, boah, krass. Da ist gerade ein Büffel irgendwie vom Himmel gefallen und dann voll mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen. Hm. Er ist hier irgendwo gelandet. Bei dir geht eindeutig mehr Action ab als bei mir. Boah, wie das aussah, wie der einfach richtig so aus dem Asphalt aufgeschlagen ist. Na gut, eigentlich ist es kein Asphalt, sondern ein gepflasterter Weg, aber ich meine, gut, der ist wie so ein Gummiball abgeprallt, aber warum geht das jetzt schon wieder nicht weiter? Aber sah trotzdem sehr cool aus. Glaube ich dir. Sag ja, bei dir ist eindeutig mehr Action als bei mir. So, ich habe jetzt mein schlaues Buch endlich hier. So, sieh mal, fortgeschrittene Kochkunst brauche ich. Fortgeschrittene Kochkunst, davon brauche ich 10. 10. So, warum? Hä? Warum geht der denn jetzt nicht weiter? Ich musste mir jetzt übrigens dieses berüchtigte OBS-Update ziehen. Dito. Ja, selber Problem mit Twitch bei dir, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was es gewesen ist, aber ich weiß, dass irgendeine Source bei Twitch noch auf dem. Nee, bei OBS, so muss man sagen. Bei OBS auf einem sehr alten Stand war und dieser Service für diesen. Für diese Source läuft mit Ende Februar ab. Sodass ja, genau. OBS gezwungen war, das zu aktualisieren. Mhm. Das heißt, wenn du nicht jedes Mal manuell alles einstellen möchtest, hinsichtlich Twitch-Streams, bist du gezwungen, es abzulehnen. Das ist korrekt, deswegen habe ich es jetzt auch updaten müssen. Ja, aber bisher kam ich aber gut klar. Ich was? Tatsächlich auch, es ist ja auch der Hotfix rausgekommen, ist ja 27.2.1, ne? Also die haben ja einen Hotfix rausgebracht und ach so, es läuft ja, stabil. Sehr gut. Sehr gut. Ja, es war ja vorher die 27.2.0 Version. Und ich hatte jetzt am Wochenende, am Sonntag, auch nochmal kurz gestreamt und auch testweise mit aufgenommen, auch wenn ich die Aufnahme hinterher gelöscht habe wieder, einfach nur, wie gesagt, zum Testen. Hat alles funktioniert, ohne Probleme etc. Insofern hoffe ich mal, dass das jetzt auch wieder der Fall sein wird. So. Aber bei dir ist jetzt auch der Pause-Button weg, oder? Nee, ich hab den noch. Warum hast du denn immer diesen Fick... Ich hab den nicht. Warum hab ich den denn nicht? Soll ich dir da einen Screenshot von schicken? Bei mir steht aktuell Aufnahme beenden und daneben ist der Pause-Button. Ich hab den nicht. Kann man sich den in den Einstellungen wieder dazu holen oder so? Ich hab nie was aktiviert oder deaktiviert. Also von daher. Ja, ich auch nicht. Der war auf einmal nur einfach weg. Das nervt mich so hart. Ich benutze den so oft. Oder ich habe ihn so oft benutzt. Mir leid. Das ist gemein.
Ich schicke dir irgendwann mal einfach just for fun einen Screenshot davon. Manuel. Was denn? Was brauchst du? Was muss ich dir holen? Kupfer. Ach ja, da war was. Ich habe vorhin schon überlegt, irgendwas musste ich dir holen. Ich wusste aber nicht mehr was. Ja, nee, I need Kupfer, please. Because I have to make basic circuits. Noch kurz bei Turniers ohne... und muss Fleisch abliefern. Ah, okay. Turniers. Oh, ich habe so. Ein paar Basic Circuits habe ich sogar noch rausgekriegt aus den letzten Kupferspiralen, die ich hatte. Aber was wollte ich denn damit jetzt machen, sag mal? Mal. Oh, gut, das ist ein schaffischen Electrical Power. Ist hier auch schon wieder leer. Haben wir noch Kohle? Ich habe mir übrigens gedacht, wegen deinem tollen BA-Gebilde hier, gebe ich dir Bescheid über meine Bachelor-Benotung. Das ist sehr lieb. Was hast du ja auch getan? Ja. Ich wollte nur erklären, warum ich es getan habe. Ach, hast du das nicht bei jedem deiner Freunde so gemacht? Ja, schon. Aber erst in... Wow. In nach und nach. Ach so. Ja. Und dann bin ich auch so... Also ich dachte mir dann, dich interessiert. Ich habe den geschrieben, wo ich mir dachte, die interessiert. Ja, natürlich interessiert mich das. Liebe Freunde, die Chi hat übrigens mit Bravour bestanden. Mit Bravour. Auszeichnung. Nee. Sie ist sogar vom Bundeskanzler vorgeladen worden, ja, weil sie natürlich so hervorragend abgeschnitten hat. Ach komm, jetzt kommt ja diese falsche Bescheidenheit. Also glaubt der Chi nicht, ne? Also sie hat es mir ja geschrieben. Da ist wirklich... Boah. Ich habe ihm nur geschrieben, 180 ECTS von 180 ECTS. Mehr habe ich nicht geschrieben. Ja, ich sag da, besser geht's nicht. Ja gut, ich sag jetzt mal, die gefühlt den halben Brief, den du da hinterher geschickt hast, den habe ich jetzt nicht zitiert, aber übertragen. Ja, ist ja verdient. So, was war denn jetzt los? Was ist Spin-Meter, den ich noch machen soll? Spin my head right round, right round. When you go down. Aber. Nee. Ich guck mal eben zur Sicherheit. Nicht, dass ich den jetzt schon mal irgendwo gemacht habe. Weißt du, hast du drin? Elektrische Drehmaschine, verbesserter Schreinerhandwerktisch, elektrische Hobelmaschine und dann Advanced Masonry Table. Warum? Mann. Ich glaube, das war jetzt nur das Spiel. So. Unnötig? Ja. Okay, ich habe tatsächlich den Spin-Melter noch nicht gemacht. Das heißt, das ist die Maschine gewesen, die mir noch fehlt. Ich stelle jetzt einen Spin-Melter an. Oh, dieses Geräusch wieder. Ich muss hier weg. Man hört das einfach im ganzen Haus, obwohl man nicht mal daneben steht. Jetzt wäre ich fast mit Vollgas gegen die Wand gerannt. Fast mit PF am Anfang. Ja, fast. Fast. Weißt du, was ich im Stream jetzt angefangen habe? Ja. Mir fällt der Name nur nicht ein. Unser Koop-Projekt, das kein Koop-Projekt wurde. Code Vein. Genau, Code Vein, danke. Sie, es ist fantastisch. Ich muss auch endlich wieder. Also, ich muss ja sagen, ich weiß, wie es ja war, wo wir es angefangen haben. Und wir hatten einfach das Problem, dadurch, dass wir es im Koop gespielt haben, wir kamen. Hä? Da kommt gerade ein Widder durchs Fenster. Na egal. Also durchs Glas. Die Tiere machen hier komische Sachen. Dadurch, dass wir es zusammen gespielt haben, waren wir ja nicht so tief in der Welt drin. Und du erinnerst dich ja noch dran, so von wegen, oh, ist das komplex, so kompliziert und wie ist das nochmal alles hier? Und wir haben ja die Hälfte fast nicht verstanden, weil das so komplex war. Ist es auch immer noch, aber man versteht es mittlerweile und man ist auch viel mehr in dem ganzen Weltgeschehen und sowas alles ja, drin. Ja, das ist immer den Vorteil daran, wenn man alleine spielt. Und es ist halt, es ist awesome. Und auch grafisch richtig, richtig geil. Also ich kann es sehr empfehlen bisher. Ja, deswegen, also das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel so Sachen wie Final Fantasy nie im Stream spielen werde. Weil in Final Fantasy will ich mich verlieren. Da will ich eintauchen in die Welt.
das, ich finde das, das ja, es ist, ist, ist ich hab's jetzt ja im, ich spiel's ja jetzt im Stream, aber es, es geht eigentlich. Also, jetzt, ich Horizon spiele ich auch im Stream und es ist trotzdem genauso awesome. Aber als Let's Play wird's mir besser gefallen, weil da habe ich meine Ruhe. Der Wither ist durchs Dach geflogen. Was zur Hölle passiert hier? Warum welcher Wither denn? Wo kommt denn jetzt ein Wither her bei dir? Ja, der vorhin, wahrscheinlich der vorhin durchs Fenster reingeklettert ist. Der ist jetzt auf irgendeinem Grund oben im Betonbunker gewesen. Der ist gerade, hat er sich durchs Dach ist der geflogen. Also normales Tierverhalten. Okay, ich glaube, ich verstehe immer Wither. Also W-I-T-H-I-R. Nein, Wither, das Tier. Oh mein Gott, W-I-D-D-E-R. Okay, das Wither. Ich war gerade so verliebt, ja. Verwirrt. Weil der Wither ist nämlich ein Viech aus Minecraft. Und dann dachten wir, wo kommt denn jetzt dieser Wither her? Wither, ich kenne ihn noch nicht, aber ich will nicht wissen, wie er aussieht. Und wenn ich sehe, dann sage ich, oh, das hat mir die Chi erzählt. Ja, damit willst du ihn nicht sehen. Es war ein Wither mit D. Ja, okay. Nee, aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Nee, also es ist auf jeden Fall, es ist schon sehr, sehr cool und ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ach ja, du erinnerst dich an den wunderschönen Bossgegner, den wir zuletzt hatten? Ja. Wo wir bei deiner Aufnahme super viel Zeit brauchten und bei mir so gar nicht. Ja, und wo ich so alles an meinen Punkten verloren hatte damals, weil ich nicht aufgesammelt habe, ne? Ja. Der war noch einfach, Chi. Oh nein. Aber ich glaube, weil ich bin mittlerweile da echt nicht mehr so ätzend wie früher. Weil ich spiele ja auch Horizon zum Beispiel im Story-Mode. Das heißt, die Gegner sind überhaupt nicht stark. Weil mir das auf den Sack geht, wenn ich 30 Versuche für einen Gegner brauche. Und ich glaube, ja, Code Vein haben wir bei Blitz. Das heißt, wenn es mir auf den Sack geht. Ja, dann schummelst du einfach. Nee, ich cheate, damit es mir nicht auf den Sack geht. Das habe ich ist bei, schaffbar. Es ist schaffbar. Es ist halt nur so, übrigens, beim Spin-Melter kann man sage und schreibe Nylon-Thread machen. Wow. Mehr nicht. Ja. Nein, aber es ist machbar. Ich kann dir nur den Tipp geben, skille möglichst viel und wechsle sehr häufig, weil die Bossgegner sehr, ich habe das Gefühl, es gibt Skills, die sind bei einem bestimmten Boss effektiver als andere, weil du ja auch sehr viel mit diesen Licht- und Schattenfähigkeiten und Elementen und hast du nicht gesehen kämpfen musst und wenn du halt ein, ich sag jetzt mal, ohne irgendwas zu spoilern, ich finde jetzt einfach mal was, wenn du ein keine Ahnung, Wassergegner hast, dass du gegen den kein Feuer einsetzt, ist eigentlich logisch, ne? Mhm. Aber man denkt nicht unbedingt immer so dran. Okay. Ich hoffe, ich weiß es noch, wenn ich es mal spiele. Ja, es ist halt aktuell, sehr, sehr komplex. Weil es hat aktuell überhaupt keine Prio bei mir. Und es sind halt wirklich, die Bossgegner sind schon nicht ohne. Also man stirbt doch einige Male, aber ich finde das, ich mag es persönlich, wenn du zum Beispiel merkst, du hast eine Chance. Weil wenn du stirbst bei einem Bossgegner und du hast ihn halt so irgendwie drei Viertel abgezogen und du weißt, du kannst ihn besiegen, du musst einfach nur ein bisschen besser werden, dann finde ich, ist das so ein bisschen Herausforderung. Ja, und, dagegen spricht überhaupt nichts. Aber ich habe ja zum Beispiel am Freitag letztens Elden Ring gestreamt und ich muss sagen, ich hätte dieses Spiel nach 20 Minuten wieder ausgemacht, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, mir irgendwie unendlich Leben zu geben. Ich hätte auf dieses Spiel so keinen Bock gehabt. Ich habe auch schon gehört, dass es einen gewissen Schwierigkeitsgrad mit sich bringt. Und nachdem ich ja überhaupt nicht der Typ für Souls-like-Sachen bin, war ich echt froh, dass ich meine Cheats da hatte. Und auch einmal, weil also ich find's halt immer nur sehr, sehr frustrierend, wenn du Bossgegner hast, die du wirklich so eine halbe Stunde für einen Durchlauf bekämpfst und dann stirbst und irgendwie das Gefühl hattest, du hast nichts geschafft bei dem Boss. Ja. Und das ist dann so ätzend, aber bei Code Vein ist es ja so, da dauert halt ein Durchlauf bei einem Boss. In der Regel bist du nach
3-4 Minuten tot oder der Boss tot, irgendwie sowas. Also die gehen sehr, sehr schnell, die Bosskämpfe, und wenn du es halt nicht packst, dann ja. Nee, normalerweise bin ich ja in so RPGs gar nicht so scheiße. Aber zurzeit, es kommt so viel raus. Im März kommen einfach 2 Spiele direkt am selben Tag raus, die ich spielen will. Ich mir denke, toll. Und jetzt habe ich noch Horizon, die ich bis dahin unbedingt fertig spielen muss, damit ich mit dem nächsten Storygame anfangen kann, im Stream zu spielen. Wobei ich glaube, Horizon habe ich jetzt die Hälfte zumindest geschafft. Vielleicht mache ich noch mal ein Wochenende, wo ich durchspiele. Ja. Weil da ging auch ein Wochenende, wo ich krank war, ging mir ja flöten leider. Ja. Aber, ja. Weil es kommt dann im März Strangers of Paradise Final Fantasy Origin raus. Noch längeren Namen konnten sie sich nicht aussuchen. Und am selben Tag... Das muss griffig klingen. Ja. Und am selben Tag kommt dann Ghostwire Tokyo raus, was ich auch vorbestellt hatte. Mm. Hast du da auch ein Auge drauf geworfen? Nö, aber... Nee, ja, was... Also ich sag mal so... Wenn es sich ergibt, wäre es ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall näher angucken würde. Aber es ist ja halt so ein Fullpreistitel und ich bin ja persönlich immer so ein bisschen knauserig, was solche Spiele angeht. Und es ist von daher. Fühle ich, aber ich Depp hab's auch ausgerechnet doch für die PS5 gekauft, wo es nochmal teurer ist. Aber ich wollte die PS5 die ausnutzen, dass ich sie hab. Hauptsache, man hat Spaß. Ja, und auf das Spiel freue ich mich schon seit der E3, als es angekündigt wurde. Weil das wird, glaube ich, so ein richtig schönes... Ich werde es hassen, aber auch lieben Spiel. Weil hassen wahrscheinlich, weil es super gruselig ist und ich mich ständig erschrecken werde. Und lieben, weil die Story wahrscheinlich so geil ist. Und die Umgebung und die Grafik und oh... Ja, wobei die ja gesagt haben, dass sie eigentlich nicht so wirklich viel Jumpscares einbauen wollen bei dem Spiel. Ja, ich hoffe es. Eingebaut haben. Aber das sagen aber sie auch bei so Sachen wie Dying Light. Das sind auch keine Jumpscares eingebaut. Und ich erschrecke alle Arschlangen. Ja, ich habe mir die alten Dying Light... Liegt aber auch an dir. Ja, deswegen sage ich ja. Ich habe ja auch... ich habe mir heute wegen der Arbeit die alten Dying Light Streams anschauen müssen. Und ich erschrecke manchmal einfach so random, weil ich mich umdrehe und dann steht jemand hinter mir. Süß. Deswegen. Oder weil ich. Das war tatsächlich super lustig. Ich bin durch eine Tür gegangen mit dem Dietrich und hab die aufgeknackt und bin dann durch. Und dann kam so ein Zombie an und dann mache ich die Tür zu, bevor er reinkommt. Dreh mich weg und schau nochmal zur Tür und dann backt er mit seinem Kopf durch die Tür durch. Und dann erschrecke ich voll. Weil ich natürlich nicht damit gerechnet habe, dass auf einmal dieser Kopf von dem Zombie durch die Tür schaut. Schön, wenn Grafikfehler dich dann nochmal extra erschrecken. Ach, gee. Aber, oh, willst du Martha is Dead spielen? Hast du Martha is Dead schon gespielt? Ich habe die Demo gesehen. Die Demo hat mir auch wohl ganz gut gefallen, ist aber, glaube ich, eher ein Spiel, was ich mir als Let's Play ansehen werde. Okay, das ist alles, was ich hören wollte, weil dann schaue ich es bei dir. Ich habe nämlich jetzt die erste Folge bei Gronkh angeschaut. Was ich mir als Let's Play anschauen würde. Okay, ich dachte mir jetzt, dass ich mir selber als Let's Play-Projekt dann quasi anschauen werde. Nein. Schade, also es ist sehr lieb, danke, dass du es dir bei mir anschauen würdest, aber ich habe momentan auch erstmal keine Kapazität für dieses Spiel, jetzt abgesehen davon und wie gesagt, ich denke, das wäre halt etwas, was ich selber mir angucken würde, wenn dazu komme. Ja, gut. Dann dachte ich mir, wenn du schon spielst, dann schaue ich es auch bei dir an. Du darfst gerne weiter bei Onkel Erik gucken. Ja, dann gucke ich. Ja, das ist wieder so ein Spiel, das muss ich zu bestimmten Momenten angucken. Das kann ich nicht immer anschauen, weil es gruselig ist. Und weil es auch, glaube ich, sehr psycho ist. Ja, also... Die Demo ist übrigens ganz anders als das Spiel, meinte Gronkh schon. Deswegen. Ja, ich lass mich mal. Also, es wird sowieso kurzfristig eh nicht der Fall sein, dass ich sehe. Insofern, ich lass mich da jetzt mal einfach überraschen, wann das irgendwann mal dazu kommt. Aber, nee.
muss auch mal irgendwann wieder ein Horrorspiel spielen. Tja, höre ich nicht. Ich hatte ja The Evil Within 2 im Stream gehabt, was ist aber wirklich nur als Stream-Projekt gelaufen. Das war mega gut. Das ärgere ich mich ein bisschen, dass ich es nicht aufgenommen habe, aber auf der anderen Seite ist auch egal. Mache ich mir ein bisschen Arbeit mit. Ja, und mal gucken, vielleicht dann. Gibt sich bestimmt noch mal was. Ja, mit Sicherheit. Ich habe tatsächlich auch bei ein paar Leute bei mir im Stream auf Horror-Stream sparen. Habe ich natürlich noch welches im Petto, was kommen wird. Wer heißt denn das mit dem kleinen Mädchen in der gelben Jacke? Ah, du meinst jetzt aber nicht Little Nightmares. Ja, oder? Doch, Little Nightmares. Das ist doch kein Horrorspiel, das ist ein Adventure, verdammt. Es ist für jeden anderen kein Horrorspiel für mich schon, weil man verfolgt wird. Und ich ja so Panik habe vom verfolgt werden. Das ist, weißt du, die Verfolgungsjagd, das habe ich glaube ich sogar, ich habe ja Little Nightmares gespielt, das habe ich ja auch auf YouTube. Ist aber nur sehr, sehr kurz, das Spiel. Ich glaube, es sind bei mir auch nur 6 Folgen gewesen. Ja, lang ist es nicht. Ist aber nur der erste Teil, den zweiten habe ich nicht gespielt. Und das hat mich sehr an... Hast du Chihiros Reise ins Zauberland gesehen? Ja, aber es ist sehr, sehr lange her. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo die Chihiro von dem Odengesicht verfolgt worden ist, was so vollgefressen war? Ja. So in etwa kannst du dir diese Verfolgungsjagd vorstellen. Also im Prinzip lachst du dich dabei eher kaputt, als dass du Schiss dabei hast. Zumindest. Ich kenne Little Nightmares ja vom Let's Plays, jetzt würde ich das auch nicht als Horrorspiel spielen. Ich spiele keine Horrorspiele, die ich nicht kenne. Yes. Dann ja. Aber dann ist doch der Sinn von einem Horrorspiel weg. Nee, bei mir nicht, weil das ändert nichts. Ich habe auch... wie heißt es mit dem... Alter, ich habe heute keine Namen in meinem Kopf. Das mit dem Maler in dem Haus... Layers of Fear. Ja, genau. Das habe ich mir bestimmt 6 oder 7 Mal das Let's Play angeguckt vorher. Bis ich selber gespielt habe und ich fand es so schrecklich, das selber zu spielen. Aber Layers of Fear, muss ich auch gestehen, das ist eine sehr unangenehme Atmosphäre. Also zumindest der erste Teil. Den zweiten fand ich jetzt auch persönlich nicht so gut von der Story her, aber der erste, der war schon richtig cool. Und ich finde ja generell, also auch bei Filmen zum Beispiel, ich finde Kreaturen gruselig, die menschlich-unmenschlich sind. Wie, sowas wie Geister zum Beispiel, die halt in einer menschlichen Gestalt auftreten, aber eben keine Menschen sind. Weil du kannst diese Kreaturen nicht einschätzen, weil sie Dinge, also Handlungen vollziehen können, die ein normales menschliches Wesen nicht kann. Deswegen finde ich zum Beispiel so klassische Mörderfilme wie jetzt Halloween oder Scream oder sowas, die finde ich halt überhaupt nicht gruselig, weil der Böse in Anführungszeichen ist ein normaler Mensch, der halt eben nur verkleidet ist, oder auch sowas wie Wrong Turn mit diesen Inzuchtviechern. Das sind halt im Prinzip eigentlich nur Menschen, die auch nur menschliche Handlungen vollziehen können und jetzt nicht in dem Sinne übermenschlich sind. Aber wenn du so Geister oder sowas hast, die sich komisch bewegen oder durch Wände gehen oder sonst irgendwas oder auf einmal erscheinen, was ein normales menschliches Wesen nicht kann, dann finde ich, ist das gruselig. Und deswegen finde ich halt, solche Aspekte dann immer, wie bei Layers of Fear, weil das war ja im Prinzip auch so eine Art übernatürliches Wesen, was du da halt gegen dich hattest. Ich weiß ehrlich gesagt nichts mehr von Layers of Fear. Ich versuche gerade echt drüber nachzudenken, aber mir fällt gerade der Schluss nicht ein. Aber du erinnerst dich daran, dass es gruselig ist. Ja. Das hat bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Also was ich zum Beispiel auch, also Horrorspiele, die ich sehr, sehr gut fand, war zum Beispiel auch Amnesia. Habe ich gespielt bis zu dieser Wasserverfolgung, weil Verfolgung. Ach so, mit diesem unsichtbaren Wasservieh. Ja. Ja gut, okay, das fand ich jetzt... Ich weiß, dass viele finden diesen Part sehr, sehr gruselig. Ich fand das Vieh überhaupt nicht gruselig, weil ich es ja nicht sehe. Aber es gab andere Parts in dem Spiel, die ich viel schlimmer fand. Es gab zum Beispiel, da
bist du aber wahrscheinlich dann gar nicht hingekommen. So ein Moment, wo du unten in der Kanalisation bist und du quasi einen Weg hast. Du hattest so ein Rondell quasi und musstest einen Weg entlang. Da stand aber so eine Kreatur vor, die du auch gesehen hast. Und du musstest quasi einen Stein nach dem Vieh werfen, damit es anfängt, sich zu verfolgen und dann einmal so eine Runde ums Rondell rennen, weil du durch diesen Weg, durch diesen Gang musstest, wo das Vieh vorstand. Und musstest halt hinter dir noch die Türen zumachen schnell und sowas, damit das halt nicht durchkommt. Ja, das sind so Verfolgungssachen. Da werde ich wahrscheinlich geweint. Ja, das, also ich fand Amnesia schon ganz gut, also den ersten Teil. Was ich auch sehr, sehr gut fand, das Horrorspiel war Outlast. Da wirst du auch verfolgt, das ist auch wieder so ein Ding, geht nicht. Ja, du hast, ja, zwischendurch mal. Du hast immer mal so zwischendurch Szenen in solchen Spielen, wo du verfolgt wirst. Ja. Ich fand auch zum Beispiel The Beast Inside sehr gut, wobei The Beast Inside wirklich sehr auf Jumpscares gesetzt hat, was ich irgendwann dann... Irgendwann hat es sich einfach nicht mehr getriggert, weil irgendwann warst du so Jumpscare abgestumpft in dem Spiel, dass sich das einfach nicht mehr gepackt hat, wenn so ein Jumpscare auftrat. War das das, wo ich die Demo gespielt habe? Nee. Die bekannte Szene ist eigentlich bei dem Spiel, wo du die Kellertreppe runterläufst und dir fliegt dieser Geist entgegen. Okay, nee, dann ist es nicht das. Was ist denn das mit dem Einkaufszentrum am anderen? Am Anfang? Ah, das war Insound Mind. Ach, genau, Insound Mind. Was du mir empfohlen hattest. Ja, damals. Genau. Weil ich die Demo gespielt hatte. Aber Insound Mind fand ich auch nicht wirklich, als habe ich nicht so wirklich als Horrorspiel empfunden. Weil es war halt mehr so ein klassisches Adventure. Du hattest das Einkaufszentrum-Level, was auch mit Abstand das gruseligste war. Und danach ist eigentlich alles dann wirklich in Richtung Adventure gegangen. Oh. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nö, ich war fertig. Achso. Es gibt doch auch dieses eine Horrorspiel, wo du in so einem Hotel rumläufst, wo du dich quasi immer nur so nach vorne klickst und dann geht er wieder 3 Schritte und dann klickst du dich nach rechts und dann dreht er sich nach rechts um. Mir fällt aber der Name nicht ein. Das haben zu der Zeit, als es rauskam, super viele Leute gespielt. Ha! Ja. Kennst du's? Weißt du, was ich meine? Ja, du meinst A Dead of Night. Das kann sehr gut sein. Das ist was mit dem Typen, das, in dem Hotel rumrennt und der dich verfolgt. Mit echten Schauspielern nachgespielt worden ist. Ja, genau. Mit, wie heißt der noch? Hier, dem Hugo Punch. Das kann gut sein, ja. Der Typ, dieser Soziopath, der dich quasi durchs Hotel verfolgt und wenn du dich umdrehst, steht er auf einmal vor dir und haut dich. Ja. Ja, das ist fies, das Spiel. Ich hab's gesehen, ich hab's Let's Play, ich glaube bei Gronkh gesehen. Das ist fies. Finde ich persönlich auch, also ich finde die Umsetzung richtig cool gemacht. Aber es hat auch wieder Jumpscare-Horror, ne? Das ist nur Jumpscare-Horror, ja. Das Spiel basiert quasi fast nur auf Jumpscares. Und selbst wenn du musst das Spiel funktioniert ja so, du musst ja die Geschichte von ihm aufdecken. Mhm. Und musst dabei mit Geistern sprechen, die aber gut sind, die tun dir nichts. Und diese Geister offenbaren dir halt immer irgendwelche Szenen. Und diese Szenen triggerst du halt auch, wenn du an einer bestimmten Stelle dich in eine bestimmte Richtung drehst. Und dann kann es eben passieren, dass du dich drehst und auf einmal steht vor dir irgendein brennender Mensch. Und ist am Schreien und so weiter. Oh Gott. Nee. Das ist auch so, ja. Aber ist halt... Hast du Senua Sacrifice gespielt? Also Hellblade? Ich hatte es mal auf der Wunschliste, hab's aber nie geholt, gespielt oder gesehen. Grandioses Spiel, aber ich hab's abbrechen müssen. Weil du verfolgt wirst. Nee, das gar nicht. Also ich könnte es wahrscheinlich mal neu auflegen quasi, nochmal neu anfangen. Weil ich glaube, mittlerweile würde ich es packen, aber früher war mein psychischer Zustand zu schlecht, um das zu spielen. Weil die Schizophrenie von ihr sehr gut hingekriegt haben. Okay. Und diese 30 Stimmen in deinem Kopf, die du auch ständig hörst,
die haben mich fertig gemacht. Ich habe 2 Stunden nur so aufgenommen, danach war ich am Zittern, weil mich das so fertig gemacht hat. Okay. Also, es ist ein sehr gutes Spiel, kann ich empfehlen. Da kommt jetzt dann noch der zweite Teil raus irgendwann. Also ich habe gehört, Senua's Sacrifice soll jetzt nicht so schlimm sein, ehrlich gesagt. Das war auch wahrscheinlich wieder nur ich, dass es bei mir halt also, mich getriggert hat, wegen den Stimmen. Also ich glaube, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich weiß jetzt nicht. Also ich sei mir da nicht böse, aber ich glaube, also ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn im Internet so gewisse Rezensionen stehen, dass es nicht so gruselig sein soll, dann glaube ich denen so ein bisschen. Ja, nee, das war jetzt auch gar nicht auf den Horror-Aspekt bezogen. Das ist auch überhaupt nicht gruselig, das ist ja Psycho. Aber eine super interessante Geschichte. Also dann, ich sag mal so mehr auf Adventure auch ausgehen. Ja, Adventure-RPG-mäßig. Also ich kann es dir so empfehlen, außerhalb von Horror jetzt. Okay. Ja, ich. Man soll niemals nie sagen, ne? Das ist nur mir gerade in den Kopf gekommen mit den Geistern und auf einmal befindest du dich in einer ganz anderen Szene, weil das ist bei Hellblade auch so. Gerade, was gibt's denn noch für gute Horrorspiele? Aber das quatschen wir in der nächsten Folge. Ja, ich muss hier noch eben die Ölbohrpumpen anstellen, das ist wichtig. Und dann haben wir einen Cliffhanger für die nächste Folge. Ja, dann müssen wir jetzt noch ein gutes Spiel finden, aber wir dürfen nur sagen, oh, ich habe eins, oh, genau, das war richtig extrem, aber dann sagen wir nicht, welches das war. Dann ist es ein Cliffhanger. Ja, dann sage ich jetzt, oh, ich habe eins. Hast du denn noch eins? Weil sonst, du musst deine Versprechen halten, Gina. Oh, hoppala. Kriege ich hin, ja. Was ist denn? War jetzt, warte mal. Also ich habe wirklich jetzt eins. Ja, Sekunde, ich... Schick dich, sonst vergesse ich es wieder. Schreib's dir auf, du hast ein schlaues Buch neben dir. Ja, nee, da schreibe ich so unsinnige Sachen nicht rein. Unsinnige Sachen? Inhalte unserer Aufnahme nennst du unsinnig? Ja. Also, da fühlen sich jetzt die Leute aber bestimmt sehr hart getroffen durch. Okay, ja dann, liebe Freunde, würde ich sagen, nächste Folge erzählt uns die Chima, was für ein besonders tolles, gruseliges Horrorspiel sie noch kennt. Ja, sehe ich auch so. Dann wiedersehen, oder? Ja, bis dann, liebe Freunde. Tschüss.